Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Leise sein. Immer mit der Ruhe, Pete. Das war's. Okay, alles klar. Du bist wertlos. Emma sagte. Schlaf schön. Das waren alle. Nein, lassen Sie mich gehen! MJ. Stopp! Nein. Versteck dich! Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen ein... Tägliches Ausdauertraining absolviert. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später.
Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine... Im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Betthof-Fall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Achtung, an alle Einheiten. Haben Meldung über Drogendeal. Brauchen mehr Officer auf den... Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Wo ist Jameson und seine Schafherde? Bitte. Die
Die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen nicht aufhalten. Menschen wie die anderen. Da sagen Sie was doch. Bis bald. Weg da, Spider-Spinner! Ich hab keine Zeit. Du brauchst mal neue Stoßdämpfer! Bis dann! Los, steig auf! Das ist wirklich dreist! Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein! Die Polizei ist unterwegs. Aufbrechen haben sie erledigt. Eindringen werde ich verhindern. Ich hab gesagt, das ist zu laut. Wie wär's mit Anklopfen? Los, Jungs, in uns steckt mehr. Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. Herman? Echt jetzt? Gib's auf! Du wirst mich nie fangen! Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun! Mach dich nur langsamer! Wow! Wie überaus! Nett! Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert! Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird. Herman? Was? Du hörst also nur noch auf Schocker? Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist.
oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab keine Ahnung. Herman, du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Design-Tipps. Und später. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow. Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht einen Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool.